Erstmal, liebe Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und natürlich herzlich willkommen für alle Nicht-Muslime. Das ist ja eigentlich das, was wir auch gerade vorhaben in den Hallen, dass jeder Muslim einen Nicht-Muslim mitbringt. Jetzt muss sich jeder, weil wir wollen ja den Menschen diese schöne Religion und diese Wahrheit, diesen einzigen Weg zum Paradies, wollen wir den Menschen vermitteln. Deswegen muss normalerweise jeder Muslim eine Verantwortung fühlen, einen Nicht-Muslim mitzunehmen oder einen Muslim halt, der diesen Zickzack-Kurs macht, ja? Die sogenannten Muslime. Alhamdulillah, heute geht es um eins meiner Lieblingsthemen, Islam, um Islam gezeugt, Alhamdulillah. Und, aber das Thema habe ich eigentlich genannt, war Jesus Muslim oder Christ, Neuauflage, Alhamdulillah. Und es ist ein sehr wichtiges Thema, gerade hier in Deutschland, wo wir es ja vor allen Dingen mit zwei großen Weltreligionen zu tun haben. Natürlich gibt es auch noch Anhänger anderer Weltreligionen. Aber die meisten Menschen, die sich einer Religion also zuordnen, sind entweder Muslime oder Christen. Sogenannte Christen und sogenannte Muslime. Und deswegen ist es ja wichtig, wenn wir sehen, dass beide Wege, sowohl der Islam als auch das Christentum von sich behaupten, der einzig wahre Weg zu Gott zu sein, ist es sehr wichtig zu wissen, was ist der wahre Weg. Für den Nicht-Muslim ist es wichtig, also wir Muslime sind ja fest davon überzeugt, dass der Islam der einzig wahre Weg zu Gott ist. Weil Allah sagt im Koran, in Surah 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und wer sich eine andere Religion wünscht als den Islam, sie wird von ihm nicht angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern werden. Aber das Christentum sagt von sich selber auch, wir sind der einzig wahre Weg zu Gott. Die sagen, wenn jemand nicht daran glaubt, dass Jesus für die Sünden von ihm gestorben ist, ist er verloren. Deswegen für uns Muslime ist es wichtig, dass wir eventuell Argumente kennenlernen und auch wissen, wie wir jemandem begegnen, der dieser Glaubensrichtung folgt und vielleicht jemanden einlädt. Vielleicht hat es schon mal an der Tür geklopft, ja. Oder vielleicht sieht man in der Straße welche, Jesus lebt und so weiter, die mit einem reden wollen. Dann hat man einige Informationen. Alhamdulillah, Jesus lebt auch. Alayhissalam, stimmt. Alhamdulillah. Und auf der anderen Seite natürlich für die Nicht-Muslime, dass man sich einfach mal Gedanken macht, bin ich Christ, also der jeweilige Christ jetzt, weil meine Eltern Christen sind? Ich frage dann meistens immer die Frage, was bist du denn, evangelisch oder katholisch? Welche Richtung? Hm? Sagt jemand, ja, katholisch. Ach so. Ja, wie hast du dich dazu entschlossen, Katholik zu werden? Ist es eine rationale Entscheidung? Warum bist du nicht Protestant? Warum bist du nicht evangelisch? Vielleicht ist evangelisch ja richtig. Ja, nee, ich bin eigentlich nur Katholik, weil meine Eltern sind Katholiken. Aha. Das heißt, und früher haben übrigens die Katholiken gesagt, dass die Protestanten verloren sind, die Protestanten gesagt, dass die Katholiken verloren sind. Ja, heutzutage Dialog unter den Religionen, ja, kommen auf einmal alle ins Paradies. Aber gehen wir mal davon aus, was ist denn jetzt, wenn für den Katholik, wenn Protestanten oder wenn die Protestanten richtig wären, ja? Das heißt, man muss sich darüber bewusst sein, den Weg, den man geht, den Weg, der einen zum Paradies führen soll, den kann man sich nicht von anderen auswählen lassen, ohne rational darüber nachzudenken, was ist der wahre Weg. Und deswegen für uns als Muslime und auch für die Christen, es gibt ein Bindeglied sozusagen zwischen Islam und Christentum. Und das ist die Person des Christus. Jesus bzw. Isa im Arabischen. Und man sollte genau wissen, was dort geglaubt wird. Wir Muslime sagen, dass wir die Urchristen sind. Wir folgen der Religion des allmächtigen Gottes, Allah im Arabischen, und dieser allmächtige Gott hat zu jeder Zeit, an jedem Ort oder hat auf der ganzen Welt, hat er Gesandte geschickt. Er hat Gesandte geschickt zu den Menschen für eine Botschaft. Um eine Botschaft zu vermitteln. Und diese Botschaft ist, diene Gott allein. Diene dem Schöpfer. Liebe den Schöpfer. Lebe für den Schöpfer. Und
Diene nicht die Schöpfung an. Diene nicht die falschen Götter an. Sind das meine Worte? Das sind die Worte vom allmächtigen Gott im Koran. Allah sagt im Koran in Sure 16, Vers 36: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Und wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte auferweckt, dass sie den Menschen lehren: Diene Gott alleine, diene dem allmächtigen Gott Allah alleine und vermeide die Anbetung der falschen Götter. Das ist die Botschaft. Und wir sagen, dass alle Propheten, sei es Moses, sei es Abraham, sei es Jakob, sei es Josef, sei es Isa, also der Christus, sei es Mohammed, Friede und Segen auf ihn allen, dass sie alle vom selben allmächtigen Gott mit dieser Botschaft kamen. Und wer dieser Botschaft folgt, lebt für den allmächtigen Gott, dient dem allmächtigen Gott, was wird er bekommen? Er wird in das Paradies gehen. Dem wird die Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes zuteil. Und er wird in das Paradies gehen und dort für alle Ewigkeit leben. Und er wird dem Höllenfeuer entkommen. Und Allah sagt im Koran: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Fa'innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Und dann wird euch der Lohn am jüngsten Tag zukommen, was du getan hast. Und dann sagt er: فَمَنْ زُحْزِ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Und wer dann von dem Höllenfeuer weggebracht wird und in den Paradiesgarten geht, der hat einen gewaltigen Gewinn erlangt. Der hat gewonnen. Und das ist der gewaltigste Gewinn. Eine Welt über unsere Vorstellungskraft. Und das ist das, wozu wir einladen. Hier auf dieser Welt lebst du 2, 3, 4, 5 Minuten, 5 Sekunden im Vergleich zu dem, was dort kommt. Noch mehr, der Prophet Sassim sagt, das diesseitige Leben gegen das Jenseits ist, als wenn man den Finger in den Ozean steckt. Das, was man am Finger hat von dem Wasser, ist das Diesseits und der Rest ist das Jenseits. La ilaha illallah. Jetzt, wenn man jemand sagt, ja, wir sind Muslime, wir glauben auch an Jesus. Wir behaupten sogar, wir sind die wahren Anhänger von Jesus, weil Jesus ist ein Muslim. Wie, Jesus ist ein Muslim? Hä? Wie, ihr Muslime seid doch die, die Rentner verhauen in Deutschland. Hä? Die Leute abziehen. Das sind doch die Muslime, die wir kennen, die Frauen zum Kopftuch zwingen. Welche Frau hier wurde zum Kopftuch gezwungen? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Denn diese armen Frauen, diese Millionen von Frauen in Deutschland, die zum Kopftuch gezwungen werden, haben, wie viele Frauen mit Kopftuch kennen Sie denn, Frau Müller-Meyer-Schmitz? Hm? Wie viele kennen Sie denn? Wie viele persönliche Freundinnen haben Sie denn mit Kopftuch? Keine. Mit wie vielen haben Sie persönlich geredet, ob sie zum Kopftuch gezwungen wird? Keine. Aha, woher haben Sie das denn, dass die Frauen alle zum Kopftuch gezwungen werden? Aus dem Fernsehen. Aha, da kriegt man die richtigen Informationen über den Islam. Aber okay, ja, man hat normalerweise zwei... Nee, Bruder, nicht. Bitte. Guck mal, Klatschen ist sowieso nicht so eine islamische Eigenschaft. Aber okay, jedenfalls... Ja, das sind diese Bilder, wie Jesus Muslim, Islam, das ist eine Religion. Hier in Deutschland werden die Moscheen gebaut und dort drüben sind die ganzen Kirchen am Brennen. Wo? Wo? Wo ist die Kirche am Brennen? Ich habe vor drei Tagen oder so eine Mail bekommen. Ja, hier in Deutschland, hier. Ihr seid die Flyer am Verteilen bei uns, bei euch in den Ländern sind die Kirchen am Brennen. Wo? Hör mal, wenn ein Christ in einem arabischen Land ohne Fliege ins Essen getan wird, dann steht die Navy und die Marines und die ganze UNO schon da vor der Tür. Subhanallah. Hier, Beispiel. Nicht, dass das jetzt jemand falsch versteht. Ich will nicht sagen, ja klar, geh auf die Christenlosen in arabischen Ländern. Weil die Leute versuchen immer, die Wörter umzudrehen. Aber du siehst doch, sobald irgendwas passiert, überall in den Medien.
Tausende von Christen werden jedes Jahr in den arabischen Ländern abgeschlachtet. Wo sind die? Wo? Wenn einem was passiert, hier, wir haben es gehört, hier in der Türkei, ja, wurde ein christlicher Missionar aus Deutschland umgebracht. Stand überall in der Zeitung. Dann müssen ja die anderen Tausenden von Fällen ja auch in der Zeitung stehen, oder? Nee. Totaler Spaß. Und außerdem hat die türkische Regierung das befohlen, dass der umgebracht wird, oder waren das Einzeltäter? Und sind die Leute, die das gemacht haben, jetzt im Gefängnis? Oder haben die einen Ehrenpreis bekommen? In Deutschland werden so viele Menschen von Rechtsradikalen. Ist das die deutsche Regierung? Ist das die Mehrheit der Bevölkerung? Nee. Subhanallah. Wollte ich nur mal so kurz am Rande bringen. Jedenfalls, das sind die zwei Reaktionen, die wir meistens haben. Ja? Du erzählst etwas von Islam und du betonst, dass wir glauben, dass Jesus ein Muslim war. Denn was ist ein Muslim? Ein Muslim ist ein Gottergebener, jemand, der sich dem Willen Gottes unterwirft. Und Jesus war jemand, der sich dem Willen Gottes unterworfen hat. Wenn du das erzählst, du kriegst zwei Reaktionen. Wir glauben an Jesus. Wir glauben an Jesus, eure Religion, Terrorist. Ja, das ist die erste Reaktion. Was sagen wir zu diesen Menschen? Zu diesen Menschen sagen wir, danke, dass du über meine Religion fragst. Aber es ist falsch, was du da denkst. Und ich muss dir über meine Religion die Wahrheit sagen, denn Allah sagt im Koran, fürchtet Allah, وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, und sagt ein wahres Wort. Das heißt, wenn ich was Falsches sage über meine Religion, könnte ich bestraft werden. Übrigens, falls irgendwelche Nicht-Muslime hier sind, die von diesen ganzen Hasspredigern, nicht-muslimischen Hasspredigern, ja, einige Informationen bekommen haben von wegen, ja, bei den Muslimen gibt es Takriya. Takriya, ja, das heißt, die lügen dich an über ihre Religion und sagen, nee, das stimmt gar nicht und so, ja. Erstmal, Takriya ist erstmal bei Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nur erlaubt in einem Fall, wo dir einer die Pistole an den Kopf hält. Glaubst du an Islam? Na, und im Herzen hast du den Iman, ja? Das ist die einzige Situation. Aber nicht, dass sich jemand fragt, ja, wie ist das eigentlich im Islam? Gibt es im Islam dies und das? Es gibt im Islam Kopftuchpflicht? Nein. Das ist nicht erlaubt. Das ist Haram hoch 1000 ist das. Und wer das macht, hat eine Riesensünde. Deswegen gebe ich dem Muslim auch direkt den Tipp, vorsichtig sein. Jedenfalls, das ist die erste Reaktion, dann sagen wir, hier, ich muss dir die Wahrheit sagen. Und selbst wenn ich die Wahrheit nicht sage, Alhamdulillah im Islam, wir haben Quellen, die unverändert sind. Das heißt, wenn ich dir das gesagt habe, du kannst nachschlagen, nachlesen, wir haben den Koran, kein Wort hat sich verändert, Alhamdulillah. Das ist die erste Reaktion. Die zweite Reaktion ist derjenige, der sagt vielleicht zu dir, ja, wenn ihr an Jesus glaubt, wo ist euer Tannenbaum? Wo sind die Ostereier? Wo sind die Weihnachtsgeschenke? Was sagen wir zu dem? Wir sagen erstmal, der Weihnachtsmann hat nichts mit Christentum zu tun. Weil wir folgen ja der wahren Religion von Jesus. Und Jesus ist gar nicht im Winter geboren, sondern im Sommer. Ja, erste Sache. Und das Geburtsdatum von Jesus ist nur auf den 24. September. Dezember, ich bin schon lange kein Christ mehr. 24. Dezember gelegt worden. Aus welchem Grund? Weil dort ein gewisses Fest war. Von den Götzendiener der damaligen Zeit haben sie das Fest hingelegt. Dann Eier sammeln, Ostereier sammeln, kommt von wem? Kommt von den Germanen. Der Tannenbaum, der Weihnachtsbaum, wo kommt der her? Von den Kelten. Die Kelten haben damals den Baum mit reingeschleppt in die Wohnung, haben ihn geschmückt und der sollte dann der Wohnung Baraka geben. Hat das mit Christen was zu tun? Nein. Und da wir die wahren Folger von Jesus sind, praktizieren wir diese Sache natürlich nicht. Das wäre die erste Sache. Der andere, der vielleicht etwas mehr Kenntnis hat, der sagt dann zu dir, ja, warte mal, aber im Islam, ihr seid beschnitten. Da sagen wir, ja klar, weil es steht in der Bibel, Lukas 2, Vers 21, Jesus war auch beschnitten. Und im Islam gibt es Polygamie, ja klar, weil es steht in der Bibel, 1. Könige 11, Vers 3. Und im Islam gibt es Todesstrafe, ja stimmt, steht auch im Neuen Testament, Matthäus 15, Vers 3. Aber die Frauen bei euch tragen Kopftuch, ja klar, steht auch in der Bibel, 1. Korinther 11, Vers 7. Und bei euch ist kein Schweinefleisch drauf. Ja, steht auch bei euch in der Bibel. Levitikus 11, Vers 7 auch. Moment. Das kann doch gar nicht sein. Das steht alles bei uns. Ja. Ja,
aber ihr betet mit dem Gesicht auf dem Boden. Weil viele Leute denken, das wären die Unterschiede zwischen Islam und Christentum. Da sagen wir, ja, wir beten mit dem Gesicht auf dem Boden, wie unser Vorbild in der Bibel,